Hallo und schön, dass du wieder zu Before We Leave. So, wir haben jetzt halt eine Solette am Stern, ist noch genug abzusehen, dass ich. Der mal rausgehe. Da sieht man. Ein Weltraumwall. Oh mein Gott. Das ist ungeil. Ich denke mir, dass der uns angreifen wird. Ich glaube mir, dass der das so. Weiß nicht, frisst der den Planeten oder was? Ich weiß es ja nicht. Ich hoffe mal nicht. Was fehlt uns da? Stoff, gell? Auch Stoff habe ich da geschafft, ne? Jo. Kann man mal kurz in die Verteilungsmengen schauen da. Okidokel. Ja, ihr braucht halt Strom, aber. Schon mal ein extra Weg gehen, oder das Gefühl. Das ist ja witzig. Eigentlich müsste man den dann von da aus eigentlich senken, oder nicht? Aber ich schaue, glaube ich, einfach in die falsche Richtung. Okay. Ist ja jetzt erwurscht. Wir waren da schon mal am Werk. Brauchen wir Baumwolle. Und eventuell da mehr Schneider. Das werden wir gleich feststellen. Aber warte mal, ich kann mal da herbauen. Können wir auch da hier hinten herbauen. Der Stahl oder nicht? Warum wird das nicht hingebracht? Das verstehe ich oft nicht. Bewegt sich aber gar nicht. Oder doch schon minimal. Ich bin leider schon sehr nah, ne? Ist schon ein bisschen doof. Nummer 2. Wie schaut es mit Stoffe aus? Können wir da, das ist ja mega geil, 5 und die 9, können wir einfach da herbauen. Müssen wir uns da bloß Zement herliefern lassen, ne? 5. Der jetzt mal? Nein, wieder nicht.
Ich hab schon gedacht, dass der jetzt mal resettet wird vom Lords Order ist. Oh, dann nehme ich ein paar Stoffe mit. Oder. Dann Klamotten mit. Mhm. Klamotten und Stoffe. Gut. Gut mit Hut. Ah, mal kurz Musik aus jetzt, also mal cool. So, was ist das Gebilde dazwischen? Hm. Das ist schon krass, gell? Shady. Frisst jetzt unseren Planeten? Nee, oder? Frisst du jetzt den unseren Planeten, oder? No way. Der frisst einfach Ressourcen von uns, oder wie? Was frisst der da? Hä? Einfach Teile aus dem Ding ausgefressen. Hä? Fortschritte. Deine Bürger können nur Hilfe sehen, wie der während der Wahl den Planeten verschlingt. Was war das? Es war so riesig. Zum Glück hat es uns nicht gefressen. Wir müssen versuchen, uns zu schützen, falls noch so ein Ding vorbeikommt. Es sah aus, als wäre es hungrig. Also gibt es vielleicht eine Möglichkeit, sie zu füttern? Du musst vielleicht neue Pläne erkunden, um alles zu finden, was du brauchst. Lol. Was ist der Planet da einfach weg? Na. Es wird dann einfach wieder ersetzt. Okay. Oh, Scheiße. Er frisst alles, was das oberste Ding ist. Ach du Heilige. Aber jetzt muss ich alles technisch zum Reparieren oder was? Mal reparieren. Eieieiei. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Wenigstens ist der. Ding nur ganz. Die sind natürlich ultra scheiße. Die ist auch nicht gut. Ja, da wird jetzt erstmal ein bisschen was nach hinten verschoben werden müssen. Be-be-be. Ist komm aus. Ich glaube schon. Okay. Oder nur für zwei Meldungen. Okay. Okidoki. Ja, die werden jetzt da erstmal ein bisschen schauen müssen. Was wir da machen. Wann wir das herrichten da? Ja, jetzt werden uns halt einige leid, gell? Was ich so ganz verstehe. Okay. Was haben wir jetzt so Spezielles? Ah, Weltraumwahlstatue. Aha. Was
dann nichts nice oder so dazu kommen. Wie schaut es bei Forschung aus? Da vielleicht irgendwas Neues? Weltraumaufzug. Ah. Weltraumaufzug. Ermöglicht den Bau von Weltraumaufzügen, die kleinere Weltraumfahrer füttern, damit sie nicht von einem Planeten fressen. Schutzräume. Den Bau neuer Schützen, die deine Bürger schützen, falls ein Weltraum angreift. Das ist ja mal interessant. Aha. Haben wir jetzt eigentlich inzwischen unser Luftschiff fertig? Wenn immer nur Stoffe. Ja, jetzt natürlich nur mehr, weil der ja nicht mehr so war. Natürlich so semi-optimal. Und 6 war es, glaube ich. Ja. Ja. Das schaut wenigstens ganz okay aus. Der Verschmutzung. Oh, schaut schon wieder ein bisschen schwieriger aus. Das ist ein Ölkraftwerk. Das war ein Ölkraftwerk. Ah ja, wenn wir den Ding rum. Dann jetzt tun wir ja umstehen wieder auf in voll. Ich weiß gar nicht, ob das auf alle Zeit dann. Weil, ganz ehrlich, ist das sonst 100 Jahre vorher beschäftigt sonst. Kannst du auch mal schnell verbessern. Fährt auch immer nur Elektronik. Das Raumschiff-Ding haben wir das eigentlich umgestellt auf ein Ohrladungs? Ja. Bitte, wenn voll ist. Macht das nicht fest sind. Ein 90 zu. Was ist denn jetzt? Was ist denn da? Bitte, wenn es voll ist. Okay. Ein 90 Artikel schiffen im Gegensatz zu. Ohne Schiffen. Muss man jetzt ausprobieren, wie das läuft und ob es läuft, aber. Komplett die Holzproduktion draufbauen. Okay. Also ich sag jetzt mal, Transport ist ein bisschen schwierig nur so zum Realisieren jetzt mal. Aber jetzt da mal deswegen
Deswegen, weil der sieht das immer poit zu lang und dann gibt er das nicht ab. Deswegen wird die nicht verschifft dann. Da schau her. Kann man ja gar nicht so viel liefern, gell? Warum macht man, wenn es la ist? Wenn es Lieferung ist. Und bei der anderen Planeten macht man einfach mal, bis es voll ist. Ich weiß noch nicht, ob das so ganz sinnvoll ist, was wir da machen, aber mal schauen. Werde sie dann nur rausstellen, da jetzt mal sagen. Aber gut. So. Fällt mir mal auf. Die haben echt so ein Problem, gell? Was ist da? Wie viel Gemüse haben wir wieder herum? Wieso haben wir da 60 Gemüse? Und wie schifft man das eh? Wo ist denn hier noch Probleme? Aber ja, da mal sagen, die Haupthäfen. So, nicht mehr voll so, dann mit voller Lieferung wegfahren, oder? Dass sie nicht irgendwie minder Fahrten haben. Prinzipiell ist das ja sowieso immer scheiße. Alle Fahrten und so, naja, kack. Was möchtest du machen? Die Frage ist jetzt gerade für mich. Was wird da herum produziert, was ich drin brauche? Was wird da produziert überhaupt? Elektronik. Was liefert die da jetzt außer? Ich glaube, rot. Das ist schon mal mehr. Wo ist meine dicke Hütte? Okay, der lädt dann eine Sache oder was und dann fährt er wieder. Alter. Das ist schon ein bisschen Käse, oder nicht? Vor allem, ich hab doch vorher gesehen. Wie der andere mit Gemüse aufgeladen worden ist. Das kann doch nicht schon wieder weg sein. Hä? Dies haben wir es gebraucht. Und das ist Planet 2. Das ist Planet 2. Aber da haben wir die Probleme, gell? Da müssen wir jetzt mal ganz schnell ein bisschen was umschiffen. Punkt 1, wir brauchen da dies. Punkt 2 ist. Brauchen wir da dies. Aber eigentlich produziert ist ja da. Oder nicht? Ja.
gibt es hier das auf Insel 1, auf Planet 1. Ah ja, das bedeutet, jetzt sind wir auf dem anderen Planeten. Das erklärt so einiges, gell? Gehen wir mal schnell um. Dann können wir nämlich da mal den Haufen ausbauen. Wo immer der ist. So. Ah, Werft bitte ausbauen. Entschuldigung, Werft bitte ausbauen. Werft ausbauen. Auf geht's. Letztes Mal. Können wir nämlich bessere Schiffe bauen. Ein großes Kolonieschiff mit 12 Leit. Ein U-Boot. Ah, versunkene Ruine, da schon her. Und ein großes Handelsschiff. Jetzt machen wir mal dieses Teil hier. Ich mach einfach alles da. Wenn das jetzt 60 geben machen kann, dann aber wirklich. Das war zu kommen mit Sprit. Ja klar, kann ich 60 machen. Kann es wenigstens sauber mal was lohnen? Okay. Mir fragen, wie viel schneller ist das als wie andere. Ja, wenn ich so viel schneller erfahrt, dann war das natürlich Traum. Ich fahre natürlich alle schnell eher los. Aber er nimmt natürlich viel mehr Miet. Aha. Gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge vor. Bevor wir lief, also, habe Theorie.